Manni, nach vorne, Mensch, ey. Bei deiner Leistung, ey, da schüttel ich schon lange mit dem Kopf. Aber mittlerweile habe ich ein Schleudertrauma. Ach, so langsam wird's wieder Frühling. Merkst du immer daran, dass der HSV dabei ist, den Aufstieg in die erste Liga zu verkacken und Schalke den Trainer entlässt. Mein Handy bleibt aus. Da kannst du schön Hüb Stevens anrufen und als Co-Trainer Peter Neururer. Patrick, du hast mir doch gestern eine 5-Minuten Sprachnachricht geschickt, ne? Aber ich höre überhaupt keine Podcasts. Ah, Julian Nagelsmann, hier Bayern-Trainer, wurde ja diese Woche gesichtet auf so einer Harley. Bild wie so ein Zahnstocher, ne, auf dem Elefanten. Bei den Spritpreisen lasse ich mein Moped daheim. Das Einzige, was die Spritpreise hervorrufen, sind wohl die besten Bob-Anschieber aller Zeiten in den nächsten Jahren, ey. Ah, der Nagelsmann auf einer Harley, ey. Oder anders, woran erkennst du einen Mathematiker auf dem Motorrad? Am Integralhelm. Na nee, du hast auch geschlafen wie ein Motorrad, ne? Seitlich und mit dem Ständer. Ja, und die Bayern schön verkackt, die Generalprobe Champions League 1-1 gegen Leverkusen. Da macht das trojanische Pferd in der Abwehr noch die Bude. Außerdem Süle haben die da auch niemanden mehr hinten drin. Eins steht fest, schläft der Süle jetzt schon heimlich in BVB-Bettwäsche? Entscheiden die Bayern aus der Champions League gegen Salzburg aus. Der BVB, ey. Champions League raus, DFB-Pokal raus, Europa League raus. Aber Spiel jetzt nochmal unter der Woche. Das Nachholspiel gegen Mainz. Ja, Mann! Ist ja Fastenzeit, ne? Da verzichtest du ja wieder auf viel. Vor allem auf den Spiegel, eine Waage oder aufs Denken. Ja, und bei der Hertha beginnt jetzt die richtige Talfahrt. Hier mit Trainer, leichter Wind, Drehverschluss, Kappe. Ach nee, Taifun Korkut. Super Bilanz auch bei der Hertha. 9 Punkte aus 12 Spielen, 8 Spiele sieglos. Da stellt der Korkut sich nach dem Spiel gegen die Eintracht hin vor die Presse und erklärt die Leistung wie so ein Elektriker seine Scheidung. Da ist keine Spannung mehr drin. Aber Spannung ist noch in der Mannschaft. Ne? Jetzt gab es eine Sitzung zwischen Bobic und den Spielern ohne Korkut. Zur geheimen Sitzung habe ich noch einen Geheimrat. Geht doch alle heim, einfach bei der Hertha. Stefan! Warum haben wir dir eigentlich einen Einjahresvertrag gegeben und dich nicht mal 30 Tage kostenlos getestet? Ja, und eine Spitze bei der Hertha, Freddy Bobic, ne, hat einen Stab von 10 Mitarbeitern. Das ist aber auch ganz logisch. Ne? Wenn du das Schiff Richtung Champions League-Kurs lenkst, so wie gerade jetzt, dann schaffst du das halt nicht alleine. Und es ist so tatsächlich bei der Hertha, der Bobic verpflichtet Spieler ohne den Trainer. Ich glaube, der Bobic, der stand in der Kirche auch alleine vorm Traualtar ohne seine Olle, damit es hinterher weniger Stress gibt. Machst du alles alleine, ne? Dann gehst du auch auf Wisch, gibst einen Stürmer, denkst, kriegst Cristiano Ronaldo und dann kommt Davy Selke. Der frenetische Selke-Jubel. Nach seinem völlig bedeutungslosen Treffer gegen Eintracht Frankfurt zeigt das aktuelle Hertha-Problem, ne? Jubel Champions League, Leistung aber so wie hier. Wäre ich Trainer bei der Hertha, ich würde allen Spielern ein Trikot anziehen, da wird vorne draufstehen, außer Betrieb. Und in der Pressekonferenz würde ich sagen, ja, das ist deswegen, weil wir suchen noch einen Techniker. Wenn du bei der Hertha jetzt mal wirklich einen nimmst, der da mal ordentlich aufräumt, mal feucht durchwischt, dann musst du aber einen anderen nehmen als den Bobic, der seit Jahren überlegt, was in die Mehrzahl von Wischmob. Christian, kommst du in eine Verkehrskontrolle, ne? Und sagst auf die Frage, haben sie was getrunken? Ja, Herr Jägermeister, 10 Polizisten, dann knallt's! Ja, Mario Basler ist jetzt auch Trainer in der Kreisliga, ne? Bei Türgücü Osnabrück. Kommen Bundesligaspieler schon und werden bei uns Trainer, ey. Erste Übung vom Basler, Freistöße schießen vom Weizenglas. Der Basler hat nur ein Problem, der raucht für die Kreisliga viel zu wenig. Ne? Bin mal gespannt, ob er das packt. Ne? Oder wie Mario Basler mal gesagt hat, jede Seite hat 2 Medaillen. Kevin! Boah, der ist so hohl, der ist letztens in den Computerladen gegangen und hat sich Mikrochips zum Knabbern geholt. Dann googelst du auch mal bei Wisch, Stürmer, denkst Chris an. Ich lass mein Moped behalten. Nochmal. Scheiße, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Hier mit dem Trainer, leichter Drehverschluss. Leichter Winddrift. Sag mal! Noch ein Satz und dann kommt noch ein Anbrüher, wie man den kennt. Den Uwe Anbrüher. Es ist auch so, ich mach mal wie Franz Beckenbauer, ich mach Werbung für eine Suppe. Der Uwe Anbrüher. Ja, ne. Sag mal. Kommst du noch mal eine Verkehrskontrolle und wirst gefragt, haben sie was getrunken? Und du sagst, ja, 10 Jägermeister, Herr Polizei. Ganz ehrlich, ich frage mich, wer hat gesoffen?